Ihr seid hier in der Halle von den Legends. Wir gehören zum SC Starken. Wir sind ein Cheerleader-Verein, der schon seit langem nicht mehr nur am Spielfeldrand steht, sondern sich zu einer eigenen Wettkampfsportart entwickelt hat. Wir waren schon auf mehreren Weltmeisterschaften. Jetzt letztlich war es 2018. Dort sind wir auch 8. Platz geworden. Also wir sind unter die Top 10 gekommen. Ich würde sagen, als Team zeichnet uns vor allem der enge Zusammenhalt aus. In unserem Sport ist es super wichtig, dass wir uns einander vertrauen. Das sieht man immer wieder in diesen Stunts und auch den hohen Figuren, die wir bauen. Die Leute, die dort oben in die Luft fliegen oder in die Luft gehoben werden, müssen natürlich wissen, dass sie immer wieder sicher auch auf den Boden zurückkommen. Natürlich würden wir uns in erster Linie einfach ganz, ganz doll darüber freuen. Aber die zweite Sache ist einfach, dass wir uns freuen würden, dass Cheerleading vielleicht dadurch mehr an Publicity gewinnt. Es ist doch immer noch sehr klischeebehaftet und man denkt, dass wir einfach nur Mädels sind, die vielleicht schön aussehen, Pompons in der Hand haben und irgendwelche Buchstaben rufen. Aber wie man hier vielleicht auch sehen kann, es ist viel, viel mehr.